Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder weiter mit dem Abarth. Erstmal, es freut mich wirklich, wirklich sehr, dass ihr mittlerweile immenses Interesse an diesem Projekt gefunden habt, weil, also es macht mich wirklich in dem Moment stolz, dass ihr es auch feiert, obwohl dieses Auto natürlich bisher noch nicht abgeliefert hat. So, das heißt, wir befinden uns gerade noch in der Bauphase. Das ist erstmal nur die Pflicht und die eigentliche Kür kommt am Ende. Also wenn das Ding nächstes Jahr fährt, wird das richtig, richtig gut. Und deswegen einfach mal vielen Dank, dass ihr da so fleißig mit am Ball seid. Dafür, dass das Auto erstmal so belächelt wurde und eigentlich kaum einer was mit dem Arbeit anfangen konnte. So, aber es wird hier jetzt mittlerweile ernst. Pass auf, René, geh mal so rum, film mal von hier vorne. Als allererstes Carbondach, haben wir das im letzten Video komplett gezeigt? Ich glaube nicht. Jetzt konnten wir auf jeden Fall die Spangen und alles abnehmen. Sitzt gut hier drin. Das hält. Noch bin ich mit der... Das war ja übelst geil, ist mir im Nachgang dann auch aufgefallen. Ich musste selber ein bisschen lachen, dass ich gesagt habe, ich bin eigentlich nicht so der Vollcarbon-Typ. Ne, was habe ich gesagt? Bin ich so der Sichtcarbon-Typ, ne? Und dann ist mir auch so eingefallen, ja, okay, schon witzig der Spruch. Doch, aber es ist schon so, jeder, der in diese Garage hier reinkommt, sagt mit dem Carbondach erstmal, boah, für so ein Abarth hat schon irgendwie was, ne? Ja, das stimmt. Wie ist deine Meinung mittlerweile dazu? Weil du musstest dich ja noch erst ein bisschen anfreunden, glaube ich. Doch, ist okay. Ich weiß nicht, ob ich es nicht in Weiß am Ende eleganter, aber man kann doch nicht jedes Auto vom Stil her gleich bauen. Das heißt, man kann ruhig auch bei sowas mal auf Kakao. Und ich finde halt immer Carbon zu Weiß, der Kontrast ist halt schon heavy. Schau doch, wenn da draußen steht in der Sonne. Ja, ja, ja. Erstmal muss er fahren. So, nein. Dach ist drin, wir haben die Heckklappe schon angebaut. Da kommen wir später nochmal zu. Erstmal, wie müssen wir jetzt das Projekt Dach abschließen? Also erstmal vielen, vielen Dank, Mike, dass du das überhaupt gemacht hast, weil wenn man hier so reinfilmt, da ist wirklich rein gar nichts rausgequollen. Das ist alles sauber. Da guckt nichts raus und nichts. Also das sieht wirklich so aus, als wenn wir es gar nicht verklebt hätten. So, und jetzt darf man ja nicht vergessen, das bleibt ja so offen. Das heißt, wir gucken hier die ganze Zeit von innen rein. Deswegen, nee, das ist schon cool geworden. Oder was sagst du? Ich finde das klasse. Ja, ich auch. Nein, auch sowas hier. So, okay, hier hat Mike jetzt schon eine Dichtnaht gesetzt, ne? Einmal ein bisschen versiegelt, genau. So, und das Ganze müssen wir jetzt beim Dach machen. Jetzt machen wir die Seite nochmal ein bisschen schicker. Damit ziehen hier oben in der Kante nochmal schön eine Dichtnaht. Obwohl die Leiste drüber kommt, aber das sieht halt schöner aus. Das ist für mich jetzt mein Anspruch und dein Anspruch, dass das schön aussieht. Auch darunter. Unter der Leiste, verstehe ich. Weil theoretisch wäre ja der Kleber schon dicht. Also ja. Eigentlich haben wir es ja so großflächig geklebt. Genau. Dass das Abdichten eigentlich nicht mehr notwendig ist. Also wenn wir jetzt hier Wasser reinkippen würde, würde es niemals durchlaufen. Ne? Nein, das kam ja rausgequollen, das muss ja auch so sein. Da habe ich es ja weggewischt, damit es von der Optik her schön aussieht. Mhm. Weil das kannst du nicht so lassen. Und jetzt machen wir einen Abschluss, mal eine kleine Dichtnaht noch hin. Das ist halt nur Optik fürs Gewissen. Okay. Damit es schön aussieht. Ganz normal, Dichtmasse, Karosserie, Dichtmasse, fertig. Ich nehme jetzt hier spritzbare Naht, versiegel einmal außen rum und fertig. Wir können ja mal. Das ist immer der Vorteil, wenn man die Videos mehrteilig macht. Ein paar Kommentare waren, die ich gelesen habe, weil ich die gleiche Frage vorher auch gestellt hatte. Es waren ein, zwei Kommentare, warum du nicht eine Akkupresse nimmst. Ach so, bei dem Karosserieklebstoff. Genau. Weil das ging mir zu schnell aus der Kartusche raus. Mit der Hand kann ich es besser dosieren. Weil bei Akkus hast du meistens so, dass sie anfährt, drückt. Wenn ich dann loslasse, fährt sie meist noch ein, zweimal zurück und dann dauert es wieder, bis sie anfährt. Und deswegen nehme ich die Handpistole. Da kann ich selber dosieren, was ich mache. Also es ist nicht so, dass du keine Akkukartusche hast, Presse? Nein, ich habe Akkuluft, ich habe die Handpistole, das ist alles. Alles, habe ich mir schon auch gedacht. Aber war witzigerweise genau eine Frage, die ich vor dem Video auch gestellt habe. Okay, ja, keine Zeit verschwenden, dann legen wir mal los hier. Das heißt, hier einfach nur einmal nochmal eine Naht reinziehen. Genau, wir machen einmal kurz eine Dichtnaht in schwarz. Also, ich habe jetzt die spritzbare Naht, die ist jetzt hier drin. Ich habe die Düse vorbereitet. Das heißt, die Düse ist schräg einmal angeschrägt geschnitten. Habt einen Strich mit dem Edding drauf gezeichnet, damit ich weiß, wo bin ich dann wann, wenn ich abdichte. Dass ich den immer sehe, dann weiß ich genau, ah, so kann ich gerade ziehen. Das ist mal so ein Technik-Tipp. Das machen wir jetzt mal. Fangen hier oben an, ich stelle mich weit genug weg. So. Natürlich einmal die Probe. Wie weit muss ich ziehen? Wie der Golfspieler. Und dann hier vorne würde ich jetzt einmal noch mal kurz rumgehen, die Kante abdichten, fertig. Das lasse ich so. Das sieht gut aus, perfekt. Oh krass, füllen wir hier so rein. Es sieht wirklich so aus, als wäre es eigentlich abgeklebt.
links und rechts und klebe man schon weg, weil die so gerade ist und akkurat. Was hast du da jetzt für eine Trocknungszeit? Diese Dichtmaß hält aus durch Aufnahme von Luftfeuchtigkeit und die hält aus 3 mm in 24 Stunden. Aber die ist morgen durch, die ist eine kleine Naht nur, die ist morgen durch. Weil es kommt von überall Luftfeuchtigkeit dran, außer von unten. Von da geht es recht schnell. So, dann oh schon. Das ist benetzt. Zack, zack, zack. Noch eins? Philipp, dir macht das Spaß. Alles schon vorbereitet. Mitgedacht. Und gleich noch 3 Dächer machen. So. Vielen Dank fürs Zugucken. Im nächsten Video geht es weiter mit der Versiegelung der anderen Seite. Nein, Spaß. So, das war erstmal der erste Teil, um euch dort den Abschluss zu zeigen. Jetzt kommt das viel, viel spannendere Projekt. Und zwar folgendes. Es gibt tatsächlich aus England zu kaufen, ich mache euch mal einen Link rein, diesen geilen Spoiler. Echt, Carbon? Ich finde es geil, deswegen. Das habe ich allerdings schon natürlich wieder gepulvert, weil ich halt diese Pulveroberfläche in der Farbe so geil finde. Lässt sich hier verstellen. Das heißt, man kann am Ende den Winkel einstellen. Und jetzt brauchen wir allerdings einmal eure Hilfe. So, ich drücke dir das einmal nur mal in der Hand. Nur einmal nur kurz halten. Erstmal zeige ich euch einmal die Heckklappe. Also das ist wirklich alleine schon, wenn man die auf und zu macht und diese Scheibe. Es sieht halt aus wie Blech, ne? Sieht halt aus wie Blech, wiegt aber gar nichts. Kann ich nicht. Feiere ich einfach sowas. Finde ich gut. So, deswegen, das ist wirklich gut. So, jetzt zu der eigentlichen Thematik dieses Videos. Wir brauchen nämlich euch heute, weil ich weiß, unter euch, wenn nicht auf unserem Channel, wo dann, gibt es ein paar gute, kreative Köpfe, die bestimmt Plan von Aerodynamik haben. Weil dieser Spoiler kommt jetzt hier drauf und dann zeige ich euch das Problem. Und das hier so einklemmen. Und jetzt ist die alles entscheidende Frage. Wobei erstmal genießen wir die Optik ein bisschen. Ja, sie ist jetzt gerade da ein Stück höher. Nehmen wir es ein bisschen hoch. Oh. So, die entscheidende Frage ist, also unabhängig, ich bin mal gespannt, was ihr zur Optik sagt. Ich finde es pervers. Mega, ja. Macht irgendwie aus diesem kleinen Auto so, filmen wir das mal hier, muss man von der Seite her. Also irgendwie finde ich die Perspektive von der Seite so am geilsten. Weil das irgendwie so rauskommt und hier dann so steht. Geil. Nun die große Frage, auf welcher Höhe bringen wir diesen Spoiler an? Eigentlich soll der viel, viel höher. Das heißt, wir haben ihn jetzt schon weiter nach unten geschoben, weil wir ziehen am Ende einfach nur ein Nietmuttern in die Heckklappe und dann wird er einfach festgeschraubt. Jetzt ist die Frage von der Dachform her, wo macht dieser Spoiler am meisten Sinn? Weil wir können es uns gerade aussuchen. Normalerweise sitzt beim Abarth hier noch eine Heckklappenverlängerung dran. Die hole ich mal einmal kurz. Und dann werdet ihr sehen, dass der Spoiler eigentlich viel höher sitzen muss. Jetzt ist aber die Frage, ob das Sinn macht. Mein persönliches Bauchgefühl sagt mir, ich würde den Spoiler genau so machen, dass er die Verlängerung von diesem kleinen Bürzel ist. Das heißt, die Luft zieht übers Dach, wird leicht nach oben und geht dann auf den Spoiler drauf. Das heißt, ich hätte gerne diese Kante auf Höhe der Kante. Ist auch dezent schwer, das Teil. Also wirklich, 2 Kilo oder so sind das. Und pass auf, das soll eigentlich... Hier drüben? Das Ding wird eigentlich nur... Genau. Wir müssen es mal hinten einmal runterkippen. Siehst du, jetzt gerade sieht man schon, eigentlich soll der Spoiler höher. So, das heißt, wenn wir den hier vernünftig anbringen, muss der Spoiler nämlich höher. Ja, und irgendwie finde ich, ist das doppelt gemoppelt. Also vom Hersteller ist es gewollt, dass der Spoiler deutlich höher sitzt. So, pass auf, wir können ja mal festhalten. Also machst du, ich halte hier fest, machst du kurz hinten hoch, kannst du? Ja. Ich glaube auf der Scheibenhöhe. Scheibenhöhe. Ja, so müsste das sein. Jo. Genau. So, wenn du jetzt hier nämlich durchfilmst, dann sieht man, wie viel Platz da ist. Finde ich aber, wenn man jetzt von hinten guckt, dann finde ich, macht es die Kontur auch kaputt. Weil jetzt wiederum hat man
Die Rundung in dem Ecking. Ja, du guckst so, als wenn du es gar nicht so schlecht findest. Ich finde es nicht so. Also die Farbe würde passt jetzt für mich gerade nicht. Dieses Weiß. Aber ich glaube, wenn du dir das in Schwarz vorstellst, könnte das schon stimmiger wirken, als es jetzt wirkt. Mhm. So, jetzt ist allerdings, wenn man jetzt von der Seite filmt, sieht man halt einfach, dass der Spoiler ja dementsprechend, keine Ahnung, 4 cm über dem Dach steht. Meine Vermutung ist aber, also ich finde es, glaube ich, besser. Kriegen wir den hier so? So, das ist Variante 1. Den legen wir mal einmal hier drauf. Variante 2 ist, pass auf Mike, wir ziehen das mal ein bisschen runter. Ist halt einfach so auf Daumenbreit. So, dass genau diese Verlängerung nach hinten durchgeht. So würde ich es, glaube ich, machen. Es gibt bestimmt Experten, die wissen genau, wie es geht. Also für mich rein, ich habe ja davon gar keine Ahnung, aber für mein Verständnis müsste das hier ja rein theoretisch zur Verlängerung sein und die Ecke müsste höher sein, wo er dann runter oder runtergebremst wird quasi. Ist auch theoretisch richtig. Das heißt, er ist jetzt gerade nur flach eingestellt. Also wir können ihn theoretisch hier, weißt du, sogar nach ganz oben drehen, dass halt die Kante diese Kante ist, dass es so weitergeht und dann hier runterdrückt. Ne? Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare fleißig schreiben, ob ihr Version 1 mit dem Spoiler und den Spoiler noch drüber setzen oder Variante 2 das Ganze als Dachverlängerung seht und wenn ja, auf welcher Höhe. So, bitte nicht nach optischem gehen, weil optisch gefällt es mir so besser. Alleine auch, weil unnötig Gewicht werde ich hier nicht anbauen. Deswegen daher bitte wirklich nur nach Funktionen gehen. Okay, das ist nämlich der Vorteil. Wir bauen das Ganze erst an, wenn ihr alle kommentiert habt. Dann sind wir nämlich am Ende schlauer. Jetzt geht es weiter mit diesem Kollegen. Schweller. Ich glaube, so der Horror von jedem, der sein Auto zusammenbauen muss. Weil generell ich selber auch Kunststoffteile, die mit Clipsen an der Karosse sind, es ist immer kacke. Clips an der Karosse und leicht verformt. Und leicht verformt kommt auch dazu. Weil das hier nicht mehr ganz gerade ist, also jetzt hier schon... So, das kann immer mal passieren beim Lackierer im Ofen oder auch vorher, weil ich meine, beim Abmachen kam die auch schon ab, dass so eine Ecke dann am Ende raussteht. Ne? Lagerst du ganz kurz falsch, dann hast du auch ein bisschen schief. Und komm, wir halten das Ding mal einmal hier so grob ran. Ich habe beim Rückwärtsgehen immer Angst, dass ich gegen den Spiegel laufe, aber... Ist keiner dran, ne? Ist keiner dran. So. Erstmal die ganzen Clips ausrichten. So. Ja, sieht gut aus. Wir zeigen euch heute jetzt im Video, was man mit solchen Stellen macht. Also als allererstes müssen wir natürlich vernünftig ranklipsen. Dafür ist jetzt die Frage, wie müssen wir das Ganze erstmal vorbehandeln? Also wir reinigen erstmal. Also das heißt, du gehst schon davon aus, dass wir das am Ende kleben müssen. Dass wir die Kante nur rankriegen, indem wir es kleben. Ja, wir müssen das kleben, okay. Auf jeden Fall. Mhm. Na, wir reinigen das ganz kurz hier, die Fläche auf jeden Fall, dass sie sauber ist. Dann werde ich sie primern mit dem Kunststoffhaftvermittler. Mhm. Und dann kleben wir mit einem primerlosen Klebstoff. Ich habe das hier drauf. Ich will ein transparentes Material nehmen. Aber du sagst da primerlos, hier Primer. Das heißt, die Seite muss man aber primern. Als Kunststoffseite ja. Okay. Aber darf das Material so unter Spannung stehen? Weil es steht ja trotzdem, auch wenn du es anklebst, trotzdem unter Spannung, weil es ja eigentlich von meiner Karosse weg will. Nein, wir werden das erstmal in Form bringen. Wir machen das warm am Fahrzeug, anwärmen, dass es schon mal in Form ist, dass es auch so bleibt. Lass es abkühlen und dann ist die Spannung schon mal zum größten Teil raus. Aber kriegt man das mit dem Material hin, dass man das mit warm in Form bringt? Also das Material mit dem Föhn, ja. Okay. Was ist das jetzt? Das ist ein bisschen Kleber, damit es nie wieder abgeht. Nein, das ist flutschi. Die sitzen ultra stramm in der Karosse. Wir hatten teilweise sogar schon die Probleme, dass man sie noch nicht mal reinkriegt. Und da hilft halt so ein bisschen. Und das verbiegst das Blech dahinter. Ja.
Und je weiter du das Blech reinbiegst, je schlechter geht der Clip rein, weil da müsste man darauf achten. Dieser Clip greift natürlich nur in seine Vorrichtung hier, wenn das Blech wirklich bis ans Ende geht. So, wenn sich das Blech jetzt reinbiegt nach dahin, weil ihr mit zu viel Gewalt so drauf drückt, dann kann der Clip an seiner Endposition gar nicht einrasten, weil das Blech als Beispiel erst auf der Hälfte steht. So, deswegen ist immer wichtig, dass diese Stellen hier schön gerade sind, dass es nicht reingebogen ist. Und ja. Das ist auch genau. Da wollte ich wieder sparen und habe nicht alle Clips neu gekauft, sondern nur die, die kaputt waren. Und genau jetzt ein gebrauchter geht natürlich nicht rein. Weißt du, weil der hat auch schon gar keine Kante mehr so richtig. Also ein bisschen, aber schon ziemlich ausgelullert. War natürlich wieder so richtig schlau, den Clip erst einzufetten und ihn dann einzusetzen. Sieht gut aus. Ich vermute, der ist drin. Das ist hier nur warm. So warm machen, dass wir es hier ein bisschen runterkriegen. Ja. Also jetzt ist zumindest, wenn wir jetzt hier hintergehen, weißt du, kriegen wir es nicht mehr weggezogen. Ja, ich würde auch sagen. Brutal an ist aber gar nicht. Nee, es muss auch tiefer. Also wieder was gelernt. Versucht nicht die 30 Euro zu sparen, einfach alle Clips neu bestellen. Die Clips sitzen drin, da, schau, da. Mhm. Clips passen, nur das passt nicht. Die machen wir so warm. Mhm. Wir müssen ihn probieren, ein ganz bisschen nach hinten zu schieben wieder, wie beim letzten Mal, weißt du? So passt jetzt. Ja, und jetzt seht ihr nämlich die Baustelle. Aerodynamikkante hier. So, das Problem ist, es ist nicht nur das Außenblech, sondern auch der Träger darunter ist auch schon aufgezogen. Aber wir machen es warm und dann formen wir es halt dran. Mit Halter, mit Klebeband fixieren. Während Mike hier föhnt, zeige ich euch noch eine andere Baustelle. Und zwar original. Hat der Abarth 4x98. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gezeigt habe. Auf jeden Fall war mal wieder bei meinem Dreher Phil. Aktuell bin ich gefühlt jeden Tag hier. Da. Und wir haben einfach in die Radnabe einen Doppellochkreis jetzt gemacht. Das heißt, ich kann auch 4x100 Felgen fahren. Weil 4x100 gibt es viel mehr als 4x98. So, das heißt, hier ist noch ein Lochkreis drin. Selbst die hatte ich schon neu gemacht. Aber den muss ich jetzt noch einmal tauschen. Und das gleiche haben wir auch an der Bremsscheibe gemacht. Da seht ihr auch 4x98 und nochmal schnell 4x100 nachgesetzt. So, weil vorher bin ich auch 4x100 Felgen gefahren. Allerdings mit dieser Fusch-Variante. Also was heißt Fusch-Variante? Wir haben eine 12er Schraube mit einem 14er Loch und in dem Moment kann ich quasi den Kegel um 2 mm versetzen und kann somit 4x100 Lochkreis fahren. Wobei es in dem Fall 1 mm ist, aber im Radius, also 2 mm im Durchmesser. Ist allerdings so eine Sache für Rennstrecke und so weiter schwierig. Deswegen jetzt stecke ich einfach hier einmal die Radnaben um, kann die Bremse wieder zusammenbauen und ja, dann seht ihr im nächsten Teil, warum das Ganze. Filmst du gerade? Ich filme, ja. Wolltest du was? Nö. Ich wollte nur Mike. Gerade nicht. Ja. Dann wollte ich es aber wissen beim Anziehen hier. So, Mike, du hast das schön. Ja.
Ich muss nur einmal kurz hier diese Ecke hier. Das ist aber schön warm. Okay, mega coole Dinger. Feiere ich die Dinger. Jeder andere würde sich jetzt wieder überlegen, wie kriege ich das jetzt hier rangedrückt? Mit dem Werkzeug hier für ein paar Cent. Einfach sauknapp, der jetzt gerade diese Spange ranzieht und somit kann man es unten ranziehen. Ne? Einfache Sache, die das Leben einfacher macht. Wie lange lassen wir es jetzt abkühlen? Wir fassen es an, wenn es kalt ist, ist okay. Das reicht. Also, ja. Wir müssen jetzt nicht irgendwie die zwei. Aber die Spannung ist raus. Durch die Wärme allein schon hat man gemerkt, dass die Spannung raus ist schon. Mhm. Das ist übrigens die neue WLAN-Bremse hier. Kann man nur WLAN bremsen. Ja, da müssen wir ein paar schöne Stahlflex für bauen. So, nicht irritieren lassen, dass der Pfeil falsch rum ist. Derjenige, der die Scheiben damals zusammengebaut hat, hat sie leider falsch rum zusammengebaut. Wobei, da streiten sich die Geister drüber. Hatten wir ja schon mal im, das war eins der allerersten Abarth-Umbau-Videos mit der großen Bremse, wie rum diese Schlitze sein müssen. Ich krieg's aber auf jeden Fall nur hin, die so rum zusammenzubauen in Drehrichtung. Das ist halt Phil. Ich mag den so sehr, weil er denkt auch immer gleich mit. Er hat jetzt nicht nur auf 4x100 geschnitten, sondern hat gleich die Steigung geschnitten, die VW Audi normalerweise haben. Fiat hat ja so ein Feingewinde und VW Audi hat ein 1,5er Gewinde. Deswegen kriege ich die nämlich auch hier gerade nicht weiter rein. Dafür kann ich hier jetzt Stehbolzen, normale Schrauben und so weiter alles direkt in vernünftig verwenden. Wir haben das Ganze auskühlen lassen, abkühlen. Ist schon wieder für ein Deutsch heute. Und siehe da, das sieht doch schon deutlich besser aus, würde ich sagen. Oder Mike, was hast du? Jetzt würde ich mal behaupten, das kann man doch wirklich stressfrei, problemlos kleben, ne? Das ist kein Problem. Aber vorher stand es ja so weg jetzt die Spannung raus. Und das kann man jetzt wunderbar noch verkleben. Ja, der Primer ist abgelüftet. Wir können es auftragen in Klebstoff und dann fixieren wir das Ganze. Und dann lassen wir stehen, bis es ausgehärtet ist. Ach, das hast du gerade schon ein bisschen weggezogen. Das habe ich gerade weggezogen, dass ich den Henker hinterkomme. Ja. Einmal ganz kurz hier angekippt. Okay. Ist an der Lose. Wie fest ist dieser Kleber so? Also vergleichbar wie so ein Scheibenkleber oder nicht ganz so fest? Oder? Nicht ganz so fest. Aber schon so, dass da richtig Zug hinter ist. Den kannst du schon belasten, ja, bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Ich nehme ihn nur mal transparent, weil dann siehst du davon vom Klebstoff gar nichts. Mhm. Ja. Ist UV-beschädigt wirklich gelb, das ist das Wichtige. Wie so eine gelbe Nahtnahrung, wo hast du was sichtbar wäre. Die Amis hätten am Ende einfach schwarzen genommen und hätten einmal eine Kante gezogen. Das kann man machen für die Optik am Ende noch, wenn es einem nicht so schön gefällt. Dann und hier ist was zwischengeprimelt, dass es gleich offen stehen bleibt. Damit ich offen stehen habe, dass ich dann hier was auftragen kann und dann andrücken kann. Okay. Ja. Klingt easy. Ist es. Klung, klung, klung. Jetzt kommt da was raus, das ist gut. Dann wissen wir haben genug Klebstoff. Gucken wir, schön, dass da rauskommt. Das wischen wir jetzt ab. Fixieren das Ganze. Und Schweller sind dran. Ja, Mike, es war mir mal wieder ein Genuss. Ich denke, das Ergebnis, wenn wir es im nächsten Video auspacken, wird wieder überzeugend sein. Das sieht gut aus. Jetzt schon. Danke für die Hilfe. Ja, sehr gern. So langsam geht es mit diesem Projekt auch ans Ende. Ein richtig, richtig geiles Video kommt noch. Mal gucken, vielleicht ist es das nächste. Aber an dieser Stelle würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Dach ist drin, Schweller sind dran. Wir brauchen eure Meinung zum Spoiler. Ballert die Kommentare voll. Wo ihr ihn platzieren würdet, und im nächsten Video werden wir das tun. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.